Namen des Volkes, ich verkünde folgendes Urteil. Der Angeklagte wird wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten verurteilt. Der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Angewandte Strafvorschriften sind die Paragraphen 223 und 224 Absatz 1 Satz 2 Strafgesetzbuch. Bitte nehmen Sie Platz. Was gibt's, Mike? Ich muss mit dir reden. Ach, brauchst du wieder Geld? Diesmal kann ich dir nichts leihen. Dein Scheißgeld kannst du behalten, ja? Ist wichtig, komm am besten vorbei. Wie stellst du dir das vor? Einfach so vorbeikommen. Du weißt, wie hart ich arbeiten muss. Oder beziehungsweise du weißt es nicht. Kann man es nicht am Telefon besprechen? Ich hab keine Zeit. Du kennst mich. Ja, ich kenn dich. Ich steck mich in den Knast, Mann. Was ein Scheiß, ja. Kannst du da echt nichts mehr machen? Ich könnte dir die Nummer von meinem Anwalt geben. Das Urteil ist durch. Ich muss da morgen hin. Scheiße. Weißt du, was es für dich bedeutet? Klar weiß ich, was für mich bedeutet. Ich bin zwar kein Bankenwichser geworden wie du, trotzdem bin ich kein Idiot, ja? Was ist aus deinen Bewerbungen für die Musikhochschule geworden? Ach, die melden sich doch eh nicht. Kannst du ja im Knast weiterschreiben. Kommst du mich besuchen? Natürlich, Mann. Weiß Mama davon? Nein, die ist seit ein paar Wochen wieder hier. Die Ärzte haben gesagt, die können im Krankenhaus auch nicht mehr machen, als abzuwarten. Die ist hier. Ja, aber lass sie schlafen. Hast du einen Kaffee? Ja, gern. Machst du deine Post nicht mehr auf? Wäre aber besser. Der ist für dich. Und noch eine Rechnung. Dieses Mal nicht.
Der ist von der Musikhochschule. Scheiße! Scheiße, die hat mich genommen, Mann! Wieso musst du den Typen auch schlagen? Wieso musstest du damals abhauen, hä? Wieso hast du Mama mich allein gelassen? Waren wir denn immer gut genug, oder was? Was hat es jetzt schon wieder damit zu tun? Was hat es wohl damit zu tun, du Wichser, hä? Scheißproblem ist! Du bist ein Versager! Du hattest noch nie einen Job! Du hast es noch nicht mal probiert!